5,9 Millionen sind der Hauptteil dieses Videos hier heute, zur heutigen Folge. Es gibt zwei Neuzugänge zu vermelden und Jugend forscht. Wir haben ein bisschen Kohle in die Hand genommen. Dazu gibt es noch den Start in die dritte Liga. Alles weitere in dieser Folge. Viel Spaß mit dem Video, Jungs. Verehrte Gentlemen, was geht denn? Es ist Folge Nummer 10 in der Alemannia Aachen-Karriere. Der Start in die zweite Saison. Aachen hat 6 Millionen Euro und es wird Zeit, jetzt hier in der Karriere etwas umzubauen. Willkommen zurück, Freunde. Bevor wir anfangen, erstmal ganz kurz zur letzten Folge. Freunde, egal ob es die letzte Folge ist oder ob es die komplette Karriere bisher ist, guckt euch das an. Ihr habt auf der letzten Folge wieder 18:0 Daumen nach oben reingehauen. Vielen, vielen Dank für alles positives Feedback, was ihr da gelassen habt. Wenn ihr Bock habt, selbstverständlich auch heute gerne wieder Daumen da lassen, Kommentar schreiben und mit Abonnieren kein Video verpassen. Ihr seid knapp 1000 Leute, liebe Herrschaften. So, und ich habe es gerade eben schon angekündigt. Heute wird sich der Kader ein bisschen verändern und wir müssen das relativ schnell machen, denn innerhalb der nächsten zwei Wochen steht schon das erste Ligaspiel gegen Chemie Leipzig an. Das wird auf jeden Fall simuliert. Es wird diese Folge kein Spiel geben, was wir selber zocken. Dafür aber in der nächsten, das kann ich jetzt schon mal spoilern, schaut mal in die Kommentare und in der Infobox, dort könnt ihr abstimmen. Ob es entweder gegen Waldhof Mannheim, gegen den SV Meppen oder ob es das Heimspiel gegen den VfL Bochum im DFB-Pokal wird. Welches Spiel wird als erstes in der neuen Saison gezockt? Stimmt unten ab, ich freue mich auf euer Ergebnis, Gentlemen. Im Vorbereitungsturnier, da widmen wir uns gleich darauf, weil da gibt es auch noch ein bisschen Geld, was wir gleich brauchen könnten. Wir haben die Gruppe mit Nancy, dem FC Pau und mit Fleetwood Town. Und euch ist es vielleicht aufgefallen, es gibt momentan kein Tivoli-Hintergrund. Das ist momentan ein Update im Patch, aber wird definitiv wieder kommen, Freunde, keine Sorge. So, und damit fackel mal nicht lange. Ich würde einfach mal behaupten, let's go. Und wir werden heute das alles hier mal ein bisschen verändern. Zunächst mal werde ich hier einen Tag vorspulen. Das hat nämlich den Grund, weil wir kriegen ja noch Kohle aus der letzten Saison drauf. Das kommt ja nämlich noch dazu. Denn es verabschieden sich nämlich der ein oder andere Spieler. Und genau das ist auch in dem Punkt passiert. Wir verabschieden uns jetzt nämlich von Paul Friedl, von Takashi Uchino, von Leon Gädige und von Hamdi Damani. Das Geld kommt nämlich jetzt auch noch dazu. Das bedeutet, dass Alemannia Aachen jetzt 7,1 Millionen Euro zur Verfügung hat. So, und bevor wir jetzt mit den Transfers anfangen, habe ich erstmal eine Idee, für was wir das Geld erstmal raushauen können. Denn wir haben nämlich nur 3 Ein-Sterne-Scouts. Da würde ich sehr gerne etwas ändern. Ich habe mir so ungefähr so vorgenommen, so 2,5, 3 Millionen ungefähr dafür rauszuschmeißen. Schauen wir mal, wie gut das klappen wird. Also gut, passt auf. Wir nehmen uns mal diesen Jakob Schneider hier. Also wir gucken, dass wir so bei 3 Sternen landen ungefähr. Jakob Schneider, den werden wir mal nehmen. So, dann als zweiten Scout werden wir Mathieu Robert werden wir auf jeden Fall nehmen. Der sieht auch nicht verkehrt aus. 3 Sterne Einschätzung ist in Ordnung. Und Nummer 3, Philipp Mahler, 800.000, den nehmen wir auch mit. So, und ich habe die 3 Scouts auch gleich schon losgeschickt. Also, 6 Monate lang werden sie jetzt unterwegs sein. Unser stärkster Scout wird natürlich in Deutschland aktiv sein, ist gar keine Frage. Dann kommt noch einer in Österreich dazu und einer in der Schweiz. Die sind jetzt erstmal 6 Monate unterwegs, denn wir brauchen in dieser Karriere noch ein Jugendtalent. Das haben wir noch gar nicht gehabt in dieser Folge. Beziehungsweise nicht in der Folge, sondern in der ganzen Karriere haben wir noch gar kein Jugendtalent gehabt. So, und aus 7 Millionen werden nur noch 4,1 Millionen. So, damit fangen wir jetzt erstmal an. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal die Transfers durch. Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht über das Ganze hier, ne? Und ich muss ja tatsächlich gestehen, wer die letzte Folge nicht geguckt hat, ne? Ich hatte ja gesagt, ich will für Batarillo, Fiedler und für Heinze, will ich auf jeden Fall mal gucken.
So, jetzt ist aber das Problem gewesen, Heinze hat sich unglaublich entwickelt. Fiedler ist der jüngste von allen drei, das kommt auch noch dazu. Und Batarillo ist ein unglaublich wichtiges Stück dieser Mannschaft gewesen letztes Jahr. Das ist das Problem an der Geschichte. Durch eure Kommentare habe ich aber dann rausgelesen, dass Fiedler momentan einer sein soll, der ihn echt sogar sehr, sehr gut rasiert. Und es gibt zwischen Heinze und Fiedler einen riesen Unterschied und das ist das Tempo. Ihr dürft nicht vergessen, ich muss mit dieser Mannschaft auch kicken können. Und mit 45 Tempo, Jungs, das ist mir zu wenig. Abgesehen davon, wie gesagt, Fiedler ist 2 Jahre jünger und hat 5 Sterne schwacher Fuß. Das ist zwar als Innenverteidiger egal teilweise, aber ich kann unmöglich mit jemandem mit 45 Tempo da durchrennen. Das geht nicht. Heißt also, um es kurz zu machen, Schritt 1 wird auf jeden Fall sein. Heinze wird Verteidiger Nummer 3 werden. Das kommt dazu und deshalb wird auf jeden Fall Franco Uselak wird auf jeden Fall schon mal auf die Transferliste gehen, weil da kommt gleich ein neuer Mann. So, und ich denke jetzt einfach, dass wir dasselbe mit Batarillo machen werden. Ich gehe jetzt nämlich einfach in der Annahme, ich habe letztes Jahr einfach nur Glück gehabt. Abgesehen davon, der wird nicht nochmal so eine Saison abreißen. Da bin ich mir zu 100% sicher. Und da werden wir uns auf jeden Fall auch ein junges Talent einfach noch holen werden. Und damit wäre dann auf jeden Fall auch safe, dass Simon Seferings hier auf die Transferliste gehen wird. Genauso wie übrigens, das habe ich noch vergessen, da haben wir nämlich noch Alexander Weiß und Lennart Falke. Das waren ja die 2 Jugendspieler, die so lala gewesen sind bei uns. Die werden nämlich auch noch ein bisschen Kohle bringen. Und ich denke, dass das, glaube ich, der richtige Weg ist. Wie gesagt, 4,1 Millionen haben wir bisher. Das Vorbereitungsturnier kommt noch. Ich denke, das müsste mit der Kohle reichen. So, und dann kommen wir zu den Kandidaten in der Innenverteidigung. Denn da gab es nämlich ein paar, die habt ihr auch tatsächlich vorgeschlagen. Ich hatte zum Beispiel den Namen Joscha Wanyoman gelesen. Ich hatte ja auch aus damaliger Zeit Kevin Ehlers hatte ich auch noch hier stehen. Gefolgt von Bella Kotschap, Collins, Luca Kilian, Tuta, Nico Schlockerbeck, Ambrosius, Chris Richards, Malik Ciao und Lars Lukas May. Das waren meine Favoriten hier für diese Position. So, das Problem ist nur an dieser Stelle und das seht ihr ja auch teilweise schon. Es sind hier sau viele Leute nicht bereit, sich neu zu orientieren. Da haben wir zum Beispiel Emmandy Collins. Der kommt auf jeden Fall erstmal weg, weil den kriege ich nur mit Freigabesumme. Das wäre rausgeschmissenes Geld. Luca Kilian genauso. Nico Schlotterbeck genauso. Dann Chris Richards, schade, hätte ich echt gerne gehabt. Genauso wie Malik Ciao, hätte ich echt gerne gehabt. Lars Lukas May wäre perfekt gewesen, aber auch den kriege ich nicht, weil er einfach zu wichtig für den Club ist. Uta von Eintracht Frankfurt fällt auch weg, weil auch ihn kriege ich nur mit Freigabeklausel. Und 4 Millionen, tut mir leid, nein. So, damit bleiben also übrig Joscha Wanyoman, Kevin Ehlers, Amel Bella Kotschap und Stefan Ambrosius. So und Jungs, ich habe mich entschieden. Warum, erkläre ich euch gleich. Auf jeden Fall ist das hier unser neuer Innenverteidiger. Er hat mir schon mal aus der Patsche geholfen und deshalb werde ich mich auch wieder für ihn entscheiden. Warum, werde ich euch gleich erklären. Ich begrüße ganz herzlich bei Alemannia Aachen. Es ist Amel Bella Kotschap, der vom VfL Bochum kommt, 19 Jahre, 85 Potenzial und ist im Tempo das krasse Gegenteil von Heinze. Ich meine, natürlich hat der nur ein 68er Rating und dementsprechend könnten jetzt einige sagen, bist du blöd oder was? Heinze hat doch schon 70. Ja, ist richtig. Bloß wenn ich mit einem Spieler rumlaufen muss mit 45 Tempo, wenn ich einen haben kann mit 74, warum nicht? Und abgesehen davon, wenn wir ehrlich sind, ne, wenn wir das jetzt Ganze hier so durchgehen, ich denke, das wird auch am realistischsten sein. Also realistisch wäre auch noch Kevin Ehlers gewesen, aber auch hier muss ich tatsächlich sagen, hat sich einfach das Alter und vor allem auch das Potenzial durchgesetzt. Deshalb, der wird sich komplett krass entwickeln. Dementsprechend, ich denke, dass ich mich da richtig entschieden habe. So, und das bedeutet jetzt, wir haben jetzt erstmal 1,5 Millionen Transferbudget noch. Ich glaube, es wäre jetzt am sinnvollsten, erstmal durchs Vorbereitungsturnier zu gehen. Und guckt euch mal bitte diese Jugendabteilung von uns an, ne? Alexander Weiß und Lennart Falke, die wollten hier alle gar nicht spielen. Also daher, komm, verpisst euch, Jungs. So, Spiel 1 Vorbereitungsturnier. Dann hoffen wir mal, dass das irgendwie hinhaut. Also, erstes Gruppenspiel gegen den FC
Pau, Debüt von Amel Bella Kotschap. Gucken wir mal, wie das laufen wird. Achtung. 3-1. Terra Svensson Bösen. Das ist schon mal ein sehr guter Auftakt. So, dann gibt es ein Angebot für Franco Uselak. Und das ist tatsächlich sehr, sehr gut. 850.000. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Das muss ich nehmen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Verträge verlängern. Ja, Vincent Bösen, sein Vertrag läuft nämlich aus und den kriegt mit 22 erstmal keiner. Dafür sorg ich. Der hat jetzt einen 4-Jahres-Vertrag, der Freund. Und unser Ersatzkeeper habe ich auch noch gesehen, Joshua Moss, der 24-Jährige. Komm, der kriegt auch nochmal einen neuen Vertrag über 2 Jahre. Perfekt. Und damit läuft erstmal auf jeden Fall kein Vertrag aus. Das finde ich schon mal auch nicht verkehrt. Spiel Nummer 2. Fleetwood Town. Im Orange Velodrom. Also, das heißt jetzt eigentlich ein Sieg, dann haben wir die Gruppe schon mal geschafft. Das wäre, wie gesagt, das wäre wichtiges Geld, was wir brauchen, ne? Bleibe ich auf jeden Fall dabei. Hoffen wir mal, dass das so weitergeht. Also, ich finde es übrigens witzig, dass fast unsere ganze Mannschaft 68 hat. What the fuck? Okay, Fleetwood Town. Achtung. 1-0 Sieg Svensson, wir sind durch. Sehr gut. So, und übrigens, Freunde, wo wir gerade dabei sind, ne? Ich bin da gerade mal hier dabei. Ich hab's in ein paar Folgen schon mal angesprochen, aber Jungs, guckt immer eure Entwicklungspläne durch. Guck mal, ich hätte jetzt hier automatisch hier bei Falah jetzt zum Beispiel 73 Wochen drin gehabt, aber ihr könnt das runterziehen auf 47 Wochen. Das ist wirklich Wahnsinn. Ihr könnt so locker eure Mannschaft hochskillen, wenn ihr Bock habt. Ihr müsst da einfach nur immer mal wieder so ab und zu immer mal wieder drauf schauen. Das ist ganz, ganz wichtig, Jungs. So, Spiel 3 übrigens gegen den AS Nancy ist jetzt dran. Wir sind sowieso schon durch, dementsprechend können wir das jetzt relativ locker angehen eigentlich. Ja, 3-2, wunderbar. Bösen macht sogar einen Hattrick, Wahnsinn. So, das heißt, wir erreichen auf jeden Fall das Halbfinale. Dafür kriegen wir nochmal 450.000. Dann verabschieden wir uns von Franco Uselak, der geht zum FC Cervé für 850.000. Heißt, wir kriegen 650.000 nochmal drauf. Und Simon Seferings kriegt ein Angebot, 460.000. Auch das klingt sehr, sehr gut. Auch das werden wir annehmen, auf jeden Fall. So, wir haben jetzt inzwischen 2,85 Millionen. Ich glaube, jetzt können wir uns nach einem zentralen Mittelfeldspieler umgucken. Und auch hier selbstverständlich. Auch hier habt ihr Kommentare geschrieben und ihr habt mir geraten, wen ich denn da alles nehmen könnte. Ich habe natürlich ein paar Kandidaten meinerseits noch hinzugefügt. Wir sind stehen geblieben bei Amadou Onana, bei Ron Schallenberg, bei Angelo Stiller, bei Dennis Dressel, Thiago Dantas, bei Romano Schmid, bei Leandro Martins, bei Jean-Manuel Mbom, Nassim Bouchelab und bei Jan Bostogan. Aber euch wird wahrscheinlich auch schon hier wieder aufgefallen sein, die Hälfte aller Leute hat keinen Bock, sich neu zu orientieren. Leider auch ein Angelo Stiller, wo ich sagen muss, bei dem hätte ich bei Alemannia Aachen richtig Bock gehabt. Bin ich auch ganz, ganz ehrlich. Dementsprechend tut mir leid. Schallenberg weg, Stiller geht weg. Diantas, großes Potenzial, will leider nicht. Schmid will nicht, Martins will nicht. Jean-Manuel Mbom will nicht, Bouchelab will nicht, Jan Bostogan will nicht. Dann bleiben nur noch übrig Amadou, Onana und tatsächlich Dennis Dressel von 1860. So, und dann bin ich so da gesessen und hab mir dann so die zwei Namen angeguckt und hab mir dann so gedacht, Dennis Dressel, 1860, warum eigentlich nicht? Und wer sich dran erinnert, ich hatte ja in FIFA 20 eine Karriere mit 1860 gemacht. Und ich glaube, dass ich bei meinen Zuschauern dem ein oder anderen eventuell damit eine Freude mache. Deshalb, ich habe richtig Bock drauf, sage ich euch ganz ehrlich. Dennis Dressel kommt für 2,9 Millionen zu Alemannia Aachen von den Münchner Löwen und wird neuer zentraler Mittelfeldspieler. Abgesehen davon, wenn wir ehrlich sind, ne, es ist für mich ein bisschen realistischer, dass jemand von 1860 zu Alemannia Aachen geht, wie ein Hamburger SV, der fast in der ersten Liga spielt. Das war übrigens auch einer der Punkte, warum ich Ambrosius und Wanyoman auch abgelehnt habe. Jetzt täte mich nur noch interessieren, was der für ein Rating hat. 67, perfekt, das ist in Ordnung, das nehmen wir. Und deshalb,
Dennis Dressel, der wird der neue zentrale Mittelfeldspieler. Mit Finn-Ole Becker im ZM. Ich denke, das geht wirklich fit. So, nicht zu vergessen, kriegt Amel Belakotschap noch die 3 als Trikotnummer. Das dürfen wir auch nicht vergessen, einfach um uns ein bisschen Überblick zu verschaffen. Und Dennis Dressel wird die Nummer 7 für Stipe Batarillo. Dementsprechend ist das hier unsere neue 11. Ich glaube tatsächlich, dass ich damit gut leben kann. Abgesehen davon, guckt euch dieses Alter an. Bartels 22, Karl 19, Belakotschap 19, Fiedler 25, Couto 19, Ramon Terraz 20, Dressel 22, Finn-Ole Becker 21, Aidogan 24, Bösen 22 und Max Svensson 19. Ich glaube tatsächlich, dass wir damit eine ganze Menge Horror in der Liga verbreiten können, Freunde. Ja, dann schauen wir doch mal. Also, gegen NIOT heißen die, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall das Halbfinale. Jetzt hier im Vorbereitungsturnier. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen Kohle dazu machen können eventuell. Ja, können wir Aidogan 1-0. Feierabend. So, und das gibt nochmal 650.000 obendrauf. Damit wird es gleich Zeit fürs Finale. Aber Simon Seferings verlässt uns jetzt. Er geht zu Lubin für 460.000. Und auch hier kriegt Alemannia Aachen nochmal 350.000 obendrauf. Stand jetzt also 994.000. Das ist wirklich top. Man darf ja auch nicht vergessen, ich muss die Scouts in der Rückrunde auch nochmal hinschicken, ne? Also ein bisschen Kohle brauchen wir definitiv noch. Ich bin auch ehrlich, so ein Turniersieg im Finale gegen Nancy? Warum eigentlich nicht? Komm, Jungs, ihr habt bisher total geil abgerissen. Komm, gewinnt mal das Finale jetzt. Na, schade. Schade, egal, macht nichts. Übrigens, das sehe ich jetzt gerade erst. Jan Couto hat übrigens schon die 70 erreicht. Willst du mich veräppeln? Wir sind noch in der dritten Liga, Junge. Jetzt steht die Liga an. Übrigens, die Liga sieht richtig krass aus, ne? Wenn man sich das mal hier so anguckt mit Chemie Leipzig. Chemie Leipzig drin. Mit Chemie Leipzig. Das müsst ihr euch überlegen. Mit Magdeburg, Chemie Leipzig, Halle, Rostock, Lok Leipzig. Das ist Wahnsinn. Es ist das erste Saisonspiel für Alemannia Aachen und natürlich kommt die Pressekonferenz für den Aufstieg in der dritten Liga. Kann denn der Aufstieg in die zweite Liga Realität werden? Wir werden natürlich alles versuchen, das ist doch gar keine Frage, hör mal. Fällt Heinze aus der Mannschaft, weil Belakotschap jetzt da ist? Ja, gut. Ich meine, die Entscheidung ist zwar schon gefallen, aber war trotzdem schwer, ne? Bislang waren sie auf dem Transfermarkt noch kaum aktiv. Dürfen wir uns vor Ende des Transferfensters noch auf neue Gesichter freuen? Hä? Wir sind doch überall gut besetzt. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. So, Jungs, ich vertraue euch. Also, vielleicht ist es Glück, dass wir am ersten Spieltag gegen einen Mitaufsteiger spielen, ne? Das könnte vielleicht wirklich ein Glücksfall sein. Also, erster Spieltag, Chemie Leipzig. Gucken wir mal, dass wir den Grundstein legen für eine gute Saison. Das ist jetzt wichtig, bevor es in der nächsten Folge mit den echten Spielen weitergeht. Also, erster Spieltag, auswärts bei Chemie Leipzig. 1-1. Okay, naja gut, ich meine, dass Dressel jetzt das Tor geschossen hat, das macht mich jetzt natürlich ein bisschen glücklicher, ist ja gar keine Frage. Aber, naja, ist ein Unentschieden gegen Leipzig, okay. So, und es ist nichts mehr passiert. Dementsprechend, das ist unsere Mannschaft. Das ist unsere Mannschaft, die mit uns allen gemeinsam für diese Community, diese Mannschaft wird für uns in der dritten Liga angreifen. Und ich bin irgendwie guter Dinge. Das sieht richtig, richtig gut aus, was wir hier vollbracht haben bisher. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen, auch für zukünftige Transfervorschläge eventuell. Vergisst nicht abzustimmen, Freunde. In der Infobox und in der Kommentarfunktion habt ihr den Link dafür. Ich freue mich auf euch, auf eine großartige zweite Saison mit Alemannia Aachen. Ich hoffe, dass ihr alle dabei sein werdet. Es wird richtig geil werden. Und in diesem Sinne, ich verabschiede mich. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch. Bis dann. Tschüss, ciao. Reingehauen. Auf Wiedersehen.